Daedalic Entertainment präsentiert Welcome to Deponia. Hallo bei Welcome to Deponia, Deponia 1. Ich habe das Spiel schon ewig, ich habe es immer noch nicht gespielt. Das werde ich jetzt nachholen. Jetzt ohne Umschweife, Neuspiel. Ja, ich möchte ein Neuspiel starten. Ich möchte gerne auf dem Mausrad das Inventar haben und dann lass es beginnen. Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach, komm schon. Dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Wir müssen die Schrottpresse reparieren, ansonsten geht's nicht los. Warum habe ich so das Gefühl, dass ich hinter der Schrottpresse lande? Gut, ein Linksklick auf Wenzel. Der sieht aber auch sehr komisch aus. Klein, rund, Ingenieuraugen, so mit Brille, genaues Hinschauen, Lupen wahrscheinlich drin. Ich sehe schon ein Yin, Ying. Na, wo ist das Yang? Was haben wir hier? Einen schönen, das sieht auch wie so ein Klotabzug. Passiert gar nichts. Okay. Guck mal, wenn wir Wenzel anklicken. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Ja genau, du hast wer redet denn mit dir? Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal... Ja, was erklärst du ihm denn? Sie matscht... sie drückt nur noch ganz sanft. Und matscht kaum mehr. Ja. Naja, wie man jemanden anspricht, das haben wir doch gerade eben getan. Wie man jemanden anspricht? Du klickst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Völlig falsch. Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Jeder weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Dafür aber das Sprechblasensymbol zum Reden. Und mein Lieblingssymbol? Das Rufus-Kopf-Symbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Wenn du das schon nicht kapierst, wie soll ich dir dann jemals beibringen? Ich sehe hier aber kein Mund- oder Sprechblasensymbol. Hatte eben auch nur Zahnräder, oder? Genau, wie soll ich ihn beibringen? Wie man jemanden... Genau, das hatten wir. Wenn du das... Das hatten wir ja eben. Da kommt auch nichts Neues. Wo ist das Rufus-Kopf-Symbol? Was ist das Rufus-Kopf-Symbol? Fragen über Fragen. Schalten Sie doch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, ich habe keinen Plan. Wie man ein Objekt ansieht. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol... Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Gucke mit den Augen, nicht mit dem Finger, ne? Aha. Ah, da ist ein Augensymbol und da ist ein Handsymbol. Also links ist anscheinend das große Zahnrad, rechts das kleine. Gucken wir mal an. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input. Ein was? Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst... Ist das dein oder mein Tutorial? Also wirklich? Entscheidet euch mal. Gut, also einmal hin. Okay,
Ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar. Da ist sie schon. Wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Kann ich mit dem Mausrad das Inventar öffnen? Machen wir das doch. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Ja, ich weiß, wie das geht. Ich habe Jingle aufgehoben und Yang habe ich natürlich durch Zufall direkt in der Tasche. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Genau. Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. Tutorial, Schmutorial. Ja, komm, kombinier mir die Sachen mal. Sieh her, Wenzel. Es so mache ich es auch immer. Vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. So mache ich es auch immer. Ah, Ying und Yang sind ein Ersatzteil. Aha. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Gott. Immer dazu. Eine unauffällige Aussparung. Wo die gerade so rund ist, wo das reinpassen könnte. Hm, ob das da rein muss? Hm, das ist ein Adventure. Boah. Abwegig. Probier was. Ha, es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Als nächstes muss ich. Und ich stehe mittendrin. Kann ich es wieder rausnehmen? Nein? Dieses Ding soll ich also reparieren. Lass es, lieber Rufus. Das wird doch eh nichts. Ich weiß. Für einen Laien mag die Situation unmöglich aussehen. Aber wie du weißt, ist unmöglich mein zweiter Vorname. Ich krieg das Kind schon gebacken. Alles klar. Aha. Da kann ich nicht machen. Da ist ein Knopf. Ich frag ihn grad nochmal. Ja, ich wollte dir noch erklären. Wie man einen Dialog beendet. Wie man einen Dialog beendet. Man klickt auf die letzte Option im Auswahlmenü. Ha, völlig falsch. Komm. Ach ja, ich... Vollständigkeit halber, wie man das Inventar wie öffnet. Wie man das Inventar öffnet. Ich weiß ja nicht, wie du es machst, aber ich benutze das Mausrad. So machen es die Laien, ja. Also wenn du es anders machen willst, musst du es im Optionsmenü umstellen, wo man mit der Escape-Taste hinkommt. Du weißt aber bestimmt nicht... Das war jetzt eine wichtige Information. Mit der Escape-Taste kommt man ins Optionsmenü. Ganz wichtig. Wie man Objekte im Inventar benutzt. Ich klicke mit dem Handsymbol darauf und lege sie so auf meinen Mauszeiger. Klicke ich dann auf ein anderes Objekt, benutze ich die beiden miteinander. Ist er nicht niedlich? Man könnte fast meinen, du wüsstest, wovon du sprichst. Ich hoffe, ich bringe dich nicht an deine Grenzen, wenn ich frage. Ja, Wie man anklickt... Ha, es ist ja nicht so, ob wir es gerade getan hätten. Nein, also... Ich will nicht auf den Knopf drücken. Ich kann aber nur auf den Knopf drücken. Ich weiß jetzt schon, dass ich gleich eingesogen, platt gemacht oder sonstiges werde. Gott, ein letzter Stoß gewählt und drücken. Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... bin ich weg. Ach, ich liebe Tutorials. Du alte Memme, denkst du hast Probleme? Nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Außer er muss dann mal weg.
Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Wir spielen eine, quasi eine Flachpfeife, die von dich eingenommen ist, ja? Die niemanden fragt. Ich weiß, jemand anders würde sagen, typisch Mann, ja? Der jetzt schon zum x-ten Mal anscheinend fliehen möchte, der aber schön Luftgitarre spielen kann, völlig unorganisiert anscheinend ist und auf Müll haust. Eine riesige Müllhalde. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel weiter wird. Das hört sich schon alles sehr, sehr, sehr gut an. Also, ich freue mich jetzt schon. Na, ich freue mich wirklich, aber ihn zu spielen, ich weiß nicht. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Ja, oder im Fernrohr. Es läuft doch. Okay, also schauen und anfassen ist dasselbe. Dann habe ich hier einen Koffer. Ich habe alte Fluchtpläne. Das lässt nicht gerade dafür sprechen, dass er bisher erfolgreich war. Weil er ist immer noch hier. Schweißgerät, Öldose, eine Truhe. Hier drüben noch irgendwas? Nein. Toilettentür. Postmenstruale Memo. Moment. Er ist ein Mann. Postmenstruale Memo. Möchte ich wissen, wo die herkommt? Besser nicht. Hausapotheke, Tonis Zimmertür, hinter Tonis Hütte. Na gut, fangen wir mal mit dem Koffer an. Es wird wirklich Zeit, dass ich hier verschwinde. Ah, da ist ja meine Liste. Wer hätte's gedacht? Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Ja, ein Seitenschneider. Okay. Es fehlt nur der Seiten, die Zahnbürste, ein paar Socken und das... Okay, da mache ich den Koffer wieder zu. Dann gucken wir mal die alten Fluchtpläne an. Meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Aber sie haben nicht geholfen. Du bist immer noch hier. Wohnbereich. Schweißgerät. Das könnte nützlich werden. Dann packen wir es doch ein. Typisch Adventure. Boah, riesiges Schweißgerät. Ja, also großes Schweißgerät. Mantel überhaupt nicht verbeult. Wir haben es im Inventar, ne? Ja, wunderbar. Öldose. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Dann nehmen wir es aber mit. So, Truhe. Alles, was mir mein Vater vermacht hat, ist diese dumme Holzkiste. Und dann hat er Deponia verlassen. Ohne mich. Ist er nur gestorben? Oder hat er es geschafft zu fliehen? Dinge über Dinge, die Homing wissen sollten. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Warum habe ich das Gefühl, dass wir die irgendwann noch öffnen müssen? Gut. Irgendwie vermisse ich hier Musik. Irgendwie wäre nämlich ganz schön, wenn wir noch Musik hätten. Aber gut. Haben wir den hier? Eine Hausapotheke. Die Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich neulich versucht habe, einen schrapnellbetriebenen Düsenantrieb zu bauen, sind die Pflaster alle. Jetzt ist da nur noch Tonis Beruhigungsmittel drin. Schrapnellbetriebener... Nein, ich frag gar nicht. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Wer auch immer Toni ist. Ah, da ist die Zahnbürste. Die hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Und warte lieber wieder mit.
Hörst du? Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Wie wär's denn überhaupt nicht auf einer Müllhalde oder unter UV-Licht und dunkle Ecke? Sie verspottet mich. Na, warte. Put, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Wir müssen jetzt eine Zahnbürste einfangen, die wir mitnehmen wollen, die sich von selber bewegt. Nein, diese Zahnbürste würde ich mal nicht gerne mitnehmen. Sie verspottet mich. Na, nein, ich will diese Zahnbürste nicht mitnehmen. Nein, nein, will ich nicht. Ich muss es trotzdem tun. Gut, Waschbecken. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Kann es sein, dass du seit Wochen dran bist und das nicht tust? Boah, was für eine Plörre. Aber er sagte doch eben das Öl. Das Öl, nur die Dose wäre praktisch. Und weg damit. Boah, was für eine Plörre. Jetzt hat er jetzt die... Ja, er hat die Dose leer gemacht. Wunderbar. Dann schauen wir weiter. Spitztür. Ja, Zahnbürst, ich sehe dich. Ich weiß, dass du da bist. Du gehst mir dort auf den Dinkel. Der Seitenschneider. So ein Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich nutzloses Gerät. Naja, eigentlich ist es ein sehr nutzvolles Gerät. Ein sehr nützliches Gerät. Man kann damit so weit gehen. Metall durchschneiden, Schlösser entfernen, Fahrräder klauen. Oder auch Autos öffnen. Und ja, ich kenne jemanden, der das schon getan. Oh ja, Waschmittel. Das Zeug überlasse ich eigentlich lieber Toni. Ich habe es einmal benutzt. Anschließend waren all meine Klamotten verfärbt. Und der Schuppen ist abgebrannt. Wie kann man bitte mit Waschmittel einen Schuppen machen? Okay, verfärben sehe ich irgendwo noch vielleicht ein. Ja, schlecht gewaschen, aber ein Schuppen abgebrannt? Nehmen wir trotzdem mit? Wir nehmen es trotzdem mit. Ich würde zwar lieber da lassen, aber wir nehmen trotzdem mit. So. Aber Toni muss eine Frau sein, weil postmenstruale Memo, ne? Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Kühlschranktür mit einem Memo. Spüle mit einem Memo. Ich glaube, er macht gar nichts im Haushalt oder was immer das, wie man es hier nennt. Wenn Tonis Zimmertür schön verbarrikadiert oder wie? Hinter Tonis Hütte. Okay. Möchte ich in die Toilette reingucken? Ja, schlaf weiter. Ich guck trotzdem rein. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Sieht doch eigentlich. Ah, ein Pimpel. Das könnte nützlich werden. Na, dann nehmen wir ihn doch mit. Kann ich mir nicht anschauen. Sonst kann ich in der Toilette gar nichts machen, ne? Okay, mal die Tür zu. Habe ich irgendwas, womit ich die Zahnbürste anlocken könnte? Kann ich sie vielleicht mit Waschmittel fangen? Warum sollte ich da putzen? Da ist es doch eh dunkel. Ja, und deswegen versteckt sich ja die Zahnbürste dort. Ich bezweifle, dass ich da was Appetitliches finde. Gott, wo kriege ich die Zahnbürste auch nicht? Handschweißgerät. Können wir die Zahnbürste vielleicht abfackeln? Nein, die Ecke war mal ein gutes Versteck. Aber mittlerweile schaut Toni da als erstes nach. Er wird selbst Zahnbürste finden. Gott. Sie verspottet Namen.